Hallo, guten Tag aus Uelzen. Heute zeigen wir euch nochmal den Dieselkocher von der Firma Wallers, die wir in unsere Car-Klinik Action Camp Ausbauten verbauen. Wir sind mit dem Wallers komplett autark, das heißt, wir sind gasanlagenfrei. Wir kochen hier auf Diesel. Das ist ein Kochceranfeld mit einer Dieselflamme unten drinne. Funktioniert wie eine Standheizung, wie eine Dieselstandheizung, die man nachrüstet. Wir haben hier zum Beispiel gerade, können wir mal zeigen, wir kochen hier gerade mal Wasser auf. Wir sind jetzt ungefähr bei 4 Minuten 30. Das Wasser kocht. Was wir schon haben, ist den Wallers auf Stufe 1 stehen und das Wasser brodelt. Kochen geht meistens also auf ganz schnell zwischen 4 und 6, da wird das richtig warm. Und auf 1 ist es jetzt tatsächlich auch schon, dass es anfängt zu brodeln. Wir zeigen auch gleich nochmal, was der Dieselkocher noch kann, weil der Dieselkocher von der Firma Wallers, den wir verwenden, hat zwei Funktionen. Einmal Kochfunktion und einmal eine Heizfunktion. Weil wir heizen hiermit auch das ganze Auto oder den ganzen Camper. Wir stellen mal einmal den Kochtopf rüber. Wenn wir den Deckel nämlich runter machen, wird die warme Luft von hinten über das Ceranfeld gepustet und kommt vorne als warme Luft raus, als Standheizungsfunktion. So, wir haben hier 6 Stufen. Das heißt, 1 bis 6. 1 ist lauwarm und dann geht das immer höher, wo wir denn richtig aufheizen können, bis zu 2 kW Leistung die Stunde. So, wir haben aber auch noch eine Funktion, und zwar diese. Diese Funktion ist dafür da, dass wir das Ganze über Thermostat steuern können. Dafür müssen wir einmal den Knopf auf 6, auf 1 und auf 6. Jetzt geht diese Kontrolllampe an. Diese Kontrolllampe ist dafür da, die zeigt an Heizung über Thermostat und regelt jetzt ganz alleine. Gebläse läuft natürlich immer weiter. Es wird der Diesel abgestellt bei diesen Wallers, um die Wärme zu regulieren. Heizfunktion, wenn die Lampe an ist, über einen Fühler. Das Ganze kriegen wir wieder aus zwischen 6, 1 und 6. Jetzt ist diese Kontrolllampe wieder aus. Und wir haben die Heizfunktion durchgehend, ohne dass sich der Diesel abstellt. Das ist nämlich so warm, dass wir hier die Gardine ein bisschen hintermachen, dass der Deckel oben bleibt. Dass wir das ganze Auto aufheizen. Hier ist auch das Aufstelldach oben. Das heißt, oben wird auch mitgeheizt. Das Ganze macht es halt interessant. Wir können autark heizen. Ich stehe jetzt hier im Moment auch draußen. Wir laufen über die Solaranlage. Die Solaranlage wirft uns hier im Moment 13,8 Volt runter. Das haben wir auf der Wohnraumbatterie. Wir können heizen, wir können kochen, ohne dass wir am Stromnetz dran sind. Wasser haben wir jetzt so ungefähr 4 Minuten, 4 Minuten 30. Da war das Wasser schon am Kochen. Also relativ schnell. Interessant ist es, dass unter dem Ceranfeld die Dieselflammen sind. Abgaskamin ist nach draußen hin, also unterm Fahrzeug. Kommt gerne mal vorbei, guckt euch das an. Wir führen euch das auch vor. Den Wallers Dieselkocher haben wir in jedem Car-Klinik Action Camp Ausbau drin. Somit sind wir komplett gasanlagenfrei. Meldet euch gerne, guckt auf unsere Homepage unter car-klinik-uelzen.de.
Instagram oder Facebook oder ruft einfach mal durch. Habt alle einen schönen Tag, bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei uns. Ciao!